So, passt alles soweit? Liege gerade, Haare werden sowieso immer kürzer. Jo, okay. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Infovideo mit einem kleinen Jahresrückblick über 2017 und wie es denn eigentlich 2018 mit meinem Kanal weitergehen soll. Ja, das Jahr 2017, wo fange ich da am besten an? War natürlich auch für mich eine gewisse Veränderung, auch was jobmäßig betrifft, denn ich habe ja einen neuen Beruf angenommen, beziehungsweise eine neue Sparte, aus der ich eigentlich nicht komme, denn ich bin ja jetzt in den Vertriebsaußendienst gewechselt für eine ziemlich große Firma. Und ja, wie soll ich sagen, das hat natürlich auch ziemlich Zeit in Anspruch genommen oder nimmt jetzt sehr Zeit in Anspruch, denn es ist nicht gerade eine kleine Firma, die haben 130.000 Mitarbeiter weltweit und japanischer Mutterkonzern, mehr will ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall. Zum einen das, Privatleben, Freundin, alles ganz wichtig, Freunde etc. Was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass ja, es ein paar Veränderungen geben wird 2018 mit meinem Kanal bezüglich ja, Video-Upload, Projekte etc. Keine Sorge, ich werde nicht aufhören, Videos zu machen. Es wird nur, ja, soweit sein oder so sein, dass ich einfach weniger hochladen werde. Das heißt, in Zukunft gibt es dann wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, ja, so ziemlich nur noch jeden zweiten Tag ein Video auf YouTube von mir. Das hat den Vorteil, dass ich nicht mehr so viel vorproduzieren muss, was es mir sowieso kaum gelingt, wie dem einen oder anderen vielleicht schon mal aufgefallen ist, weil manchmal sind ja doch Tage ausgefallen oder jetzt über die Tage, wo ich krank bin. Gut, das passiert anderen Leuten auch. Das ist, denke ich, zu entschuldigen. Aber so ist auch schon mal eine Folge ausgefallen, was mir dann immer ein bisschen missfällt, weil ich ja schon einen gewissen Anspruch an mich selbst habe und was Qualität und was ja, Kontinuität angeht. Und naja, deswegen hat mich das immer so ein bisschen geärgert. Und da das in Zukunft nicht mehr passieren soll, habe ich mir gesagt, machst du jetzt einfach nur noch jeden zweiten Tag eine Folge. Ich denke, das wird schon passen, hoffentlich. Ja, es geht halt, wie gesagt, einfach zeitmäßig nicht mehr anders. YouTube war ja immer nur, das haben wir ja auch schon im 100-Abonnenten-Special angesprochen, für mich nur ein Hobby. Es soll auch weiterhin ein Hobby bleiben. Ich hatte nie damit vor, Geld zu verdienen. Ich bin sowieso zu einer Zeit auf YouTube gekommen, wo das Ganze eigentlich schon abgefahren war oder der Zug schon abgefahren war, weil ja, ne, man guckt sich nur den Content an, der momentan in den Trends ist, was guter Content ist und was die Leute nun mal auf YouTube sehen wollen. Ich mit meinem kleinen Let's Play-Kanal, ganz ehrlich, ich bin da so ein kleiner Furz in der, ja, in der riesigen Welt auf YouTube und deswegen, es wird wahrscheinlich auch nichts mehr werden mit dem mega großen Kanal, was ich ja auch sowieso nie erstrebt habe, beziehungsweise ich bin in keinem Netzwerk, ich habe keine Werbung groß irgendwo drin, etc. Ich kümmere mich sonst irgendwie groß drum, dass mein Kanal irgendwo bekannter wird. Soll auch gar nicht sein. Ich hätte sowieso nicht die Zeit, um mich dann ja, um sämtliche Anfragen etc. zu kümmern. Da es nicht viele sind, geht das natürlich. Aber wenn es jetzt, weiß ich nicht, 100 Anfragen am Tag wären oder 200, ich käme überhaupt nicht hinterher. Ich wüsste gar nicht, wann ich das machen soll. Ne, sagen wir mal ganz ehrlich. Wie gesagt, mir steht im Vordergrund der Spaß beim Zocken, dass ich euch da ein bisschen mit teilhaben lassen kann. Ich erzähle immer gerne wieder, früher mit meinem Kumpel drüben im Keller gesessen, an dem alten C64, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Karre war, haben wir da gezockt bis keine Ahnung wie lange. Im Prinzip ist das Let's Play heutzutage auch nichts anderes, nur dass halt mehrere Leute einem zugucken und man nicht mit den Kollegen irgendwo sitzt. Und naja, das ist halt das, was mir Spaß macht, was ich gerne teilen möchte und dann auch weiterhin auf YouTube teilen möchte, auch in Zukunft. Das wäre ganz, ganz toll und ja, das zu den Veränderungen. Und was vielleicht auch noch zu erwähnen wäre, es ist schon mal vorgekommen in der Vergangenheit, das ist dem einen oder anderen, der mich gut kennt oder länger kennt, vielleicht aufgefallen, dass mal Projekte dabei waren, bei denen ich augenscheinlich nicht so wirklich Spaß hatte dabei, beziehungsweise wo man gemerkt hat, ah, irgendwie, glaube ich, gefällt dem Engis das Spiel nicht so. Und ich habe es dann aber trotzdem zu Ende gespielt. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei Borderlands nicht mehr gemacht. Das habe ich jetzt abgebrochen. Das werde ich auch nicht mehr zu Ende spielen, weil ja, es einfach zu langwierig ist, zu wenig Story-Inhalt hat. Und das ist eher was für ein Livestream, das ist nichts für ein Let's Play. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich keine Spiele mehr anfassen werde, die mir nicht zusagen oder mir nicht gefallen oder damit ich irgendwas auf dem Kanal habe. Soll damit auch wieder heißen, dass ich wahrscheinlich mal, wenn jetzt gerade kein Spiel da ist, dass einfach mal nichts kommt. Ich denke, das ist auch okay, weil lieber habe ich was auf dem Kanal, wo man merkt, hey, da hat er auch Spaß dran, das spielt er gerne, ja, als dass da irgendwas kommt,
Ja, wo dann der Spielspaß irgendwie auf der Strecke bleibt, wo man nur merkt, oh, der quält sich durch eine Folge nach der anderen. Wann ist denn endlich mal das Spiel zu Ende? Ich habe ja leider immer nur ein Projekt und man kann da nicht ausweichen, ne? Und naja, und was mit dem Tag für jeden, also was mit dem Upload für jeden zweiten Tag betrifft, ist auch der Vorteil, sollte jetzt zwischendurch ein Spiel rauskommen, was irgendwie gerade ja total mich begeistert oder wo ich länger drauf warte, habe ich durch diesen Puffer mit den 2 Tagen immer noch Zeit, was zwischenzuschieben. Und das ist auch ein Ding, was jetzt gerade nicht geht, weil ich selten dazu komme, was doppelt aufzunehmen oder parallel aufzunehmen. Und ja, wie gesagt, das wollte ich nur sagen, dass ich in Zukunft mich wieder auf die Spiele konzentriere, die wirklich Spaß machen. Weil wenn man so in die Anfänge zurückguckt, wo ich mit YouTube angefangen habe, ich sehe es selber, wenn ich in die Videos reingucke, ich reagiere teilweise ganz anders, ich spreche ganz anders, bin viel euphorischer auch teilweise. Jetzt, es gibt, wie gesagt, ein paar Let's Plays letztes Jahr oder auch Ende letzten Jahres, die nicht ganz so waren, wie ich mir das ja erhofft hätte. Und ich sage es jetzt nicht welche, sonst guckt ihr noch nach. Es ist, wie gesagt, es soll nicht irgendwie so sein, dass ich einfach nur was spiele, weil es muss, sondern ich möchte das spielen, was Spaß macht. Und das soll in Zukunft auch wieder so sein. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Eigentlich habe ich jetzt soweit alles schon gesagt, was ich sagen wollte und was jetzt auch fürs neue Jahr betrifft. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr kommt gesund ins neue Jahr. Wie würde James jetzt wahrscheinlich sagen? Skull. Danke, James. Und ja, das Video kommt wahrscheinlich gegen 23 Uhr. Das heißt, ihr habt jetzt noch eine Stunde Zeit für ins neue Jahr. Und ja, ich würde sagen, rutscht gut rein. Ich wünsche euch ein ganz tolles Silvester, ein ganz tolles 2018. Ich bin auch nächstes Jahr noch da, keine Sorge. Und ja, wünsche euch jetzt einen ganz schönen Abend. Ich bin raus, euer Enges LP. Bis dann. Happy New Year, happy New Year, may we all
Sometimes I see how the brave new world arrives, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh yes, man is a fool.